Dune ist eine der größten Sci-Fi-Sagen überhaupt und 6 Romane bilden deren Ursprung. Ein Universum mit grausamer Vorhersehung und einem großen Plan, den Erlöser, den Kwisatz Haderach, hervorzubringen. Ein männlicher Bene Gesserit mit der Gabe der Vorhersehung, um die dunklen Pfade des Seins zu sehen, für die alle anderen blind sind. Dieses Wesen ist erschienen, nur nicht so, wie es erwartet wurde. Und in all diesen Mysterien spielt der Wüstenplanet Arrakis, auch Dune genannt, sowie sein mysteriöses Gewürz Spice eine entscheidende Rolle. Das Dune-Universum ist komplex und der Einstieg eine Hürde. Viele mächtige Häuser und Organisationen schmieden ihre geheimen Pläne und Beweggründe, bleiben den unaufmerksamen Beobachter leicht verborgen. Wir verzichten für alle, die den Kinofilm noch nicht gesehen oder das Buch noch nicht gelesen haben, auf Spoiler, erklären euch aber, wie die Strukturen im Dune-Universum aufgebaut sind und geben euch einen ultimativen Einstieg in diesen epischen Zyklus. Was sind also die großen Häuser? Wozu gehört das Haus Atreides? Und wie reagiert der Padisha-Imperator über diese Strukturen? Der Zyklus kann verwirrend und undurchsichtig sein. Wir erkunden mit euch seine Geheimnisse. Wenn ihr also nichts mehr verpassen wollt, zieht jetzt ein Ticket und lasst ein Abo da, um keine weiteren mysteriösen Videos mehr zu verpassen. Ihr habt euch mehr zu Dune Lore gewünscht, ihr bekommt mehr. Und das ab und an als zweites Video in der Woche neben unseren Stamm-Lovecraft-Themen. Das düsterne Universum der Dune-Saga wird brüchig in Schach gehalten durch eine Adelsorganisation, in der niemand dem anderen trauen kann. Intrigen und Machtspiele entscheiden über den Fortbestand traditionsreicher Familien und über die Kontrolle des Universums. Und letztendlich geht alles um die vielschichtige Wechselwirkung von Politik, Religion, Ökologie und Technologie. Beginnen wir aber am Anfang. Die ehrwürdige Mutter Gaius Helen Moheim bezeichnet die Struktur wie folgt. Wir haben eine Drei-Punkte-Zivilisation. Der kaiserliche Haushalt balanciert gegen die föderierten großen Häuser des Landrats und zwischen ihnen die Gilde mit ihrem verdammten Monopol auf interstellaren Transporte. Als Frank Herberts Dune 1965 beginnt, wird das bekannte Universum von Shaddam IV. Regiert, dem 81. Padisha-Imperator des Hauses Corinno, dessen Macht er durch seine Kontrolle über die Sardaukar, seine brutal effiziente Militärmacht, gesichert hat. Die imperiale Macht wird durch die Versammlung der Adelshäuser namens Landsrat ausgeglichen, die das Verbot des Einsatzes von Atomwaffen gegen menschliche Ziele nach der Großen Konvention durchsetzt. Obwohl die Macht des Hauses Corinno von keinem anderen einzelnen Haus erreicht wird, stehen sie in ständigem Wettbewerb miteinander um die politische Macht und Beteiligung an der allgegenwärtigen Mafia-Firma, ein wirtschaftspolitisches Machtinstrument, welches den Reichtum des gesamten Imperiums kontrolliert, zu balancieren. Die dritte Hauptmacht im Universum ist die Raumgilde, die interstellare Reisen und Bankgeschäfte durch ihren proprietären Einsatz von Melange Spice monopolisiert hat. Es handelt sich bei der Gilde um mutierte Gildennavigatoren, die die notwendigen Berechnungen durchführen können, um sicher durch den gefalteten Raum zu navigieren. Die Häuser des Landsrats beschreiben in der Zeit des Imperiums einen dynastischen Sitz der Macht, der manchmal auf eine Welt beschränkt war und manchmal mehrere Welten umfasste. Zahlreiche Häuser existieren innerhalb der kaiserlichen Hierarchie und zusammen bildeten sie den Landsrat, der vom Hohen Rat regiert wurde. Häuser konnten in große und kleine Häuser unterschieden werden. Jedes Haus unterhielt in der Regel eine Operationsbasis auf einem bestimmten Planeten, typischerweise der Heimatplanet seiner Vorfahren. Verbannte Häuser wurden auf die Planeten verbannt, die zusammen als Tupile bekannt sind. Die Verbannung wurde gewöhnlich vom Imperator oder durch eine Verfügung des Landsrats angeordnet. Dies würde normalerweise geschehen, wenn das Haus gegen die Große Konvention verstoßen hat, indem es Atomwaffen gegen Menschen eingesetzt hat oder weil das betreffende Haus ein schreckliches Verbrechen wie beispielsweise Hochverrat begangen hat. Es überrascht nicht, dass einige Häuser mehr Macht und Einfluss besaßen als andere. Einige besaßen sogar genug Macht, um ganze Planetensysteme zu beherrschen. Diese waren als große Häuser bekannt. Zu diesen zählen auch die Atreides und die Harkonnen. Für mehr als 10.000 Standardjahre wurde das Imperium vom kaiserlichen Haus Corinno regiert.
Als Folge dieser Regierungsstruktur gab es einen nahezu konstanten Zustand der Verschwörung zwischen den verschiedenen Adelshäusern. Obwohl gelegentlich zwei oder mehr Häuser eine Allianz miteinander bildeten, um ein rivalisierendes Haus zu vereiteln oder gar zu zerstören. Dieses Haussystem repräsentiert den Adel des Imperiums und war Teil des Klassensystems. Ein Ort für jeden Mann und jeder Mann hat einen Platz. Typischerweise war ein großes Haus eine familiengleiche Dynastie, die einen Planeten oder ein Planetensystem regierte. Während der Zeit des Padischah-Imperators nahm dies normalerweise die Form eines Lehens an, das vom Imperator selbst überliefert wurde. Ein großes Haus, das einen Planeten regierte, war Herrscher dieser Welt und wurde vom Imperator beauftragt, die Gesetze des Imperiums und die galaktische Ordnung aufrechtzuerhalten. Ein großes Haus hatte normalerweise sein eigenes stehendes Heer, Flagge, Symbol, Wappen und repräsentative Farben. Es wurde gesagt, dass nur die kombinierte militärische Macht aller großen Häuser im Imperium ausgereicht hätte, um die Sardaukar-Armee des Korinno-Imperators zu besiegen. So wurde ein empfindliches Gleichgewicht zwischen den großen Häusern und dem Kaiserhaus gefunden, da von allen großen Häusern nie erwartet wurde, dass sie sich gegen den Kaiser oder irgendjemand anderen verbünden würden. Tatsächlich schien die Mehrheit der großen Häuser während der Zeit der Korinnos mit kleinen Streitigkeiten beschäftigt zu sein. Jedes große Haus behielt Handels- und Geschäftsinteressen bei und einige kleinere Häuser konnten im Laufe der Zeit durch angehäuften Reichtum aus unternehmerischen Bemühungen den Status eines großen Hauses erhalten. Einige der reicheren großen Häuser bezahlten die Bene Gesserit, um die Frauen ihres Haushaltes auszubilden. Auch die Bene Gesserit nahm im Laufe der Jahrtausende Mitglieder großer Häuser in ihr Zuchtprogramm auf. Bene Gesserit-Schwestern wurden auch Teil der großen Häuser, indem sie entweder als Ehefrauen oder als Konkubinen von männlichen Mitgliedern der großen Häuser genommen wurden. Die matriarchalen Bene Gesserit besitzen fast übermenschliche, körperliche, sensorische und deduktive Kräfte, die durch jahrelange körperliche und geistige Konditionierung entwickelt wurden. Während sie sich positionieren, um der Menschheit zu dienen, verfolgen die Bene Gesserit ihr Ziel, die menschliche Rasse zu verbessern, indem sie subtil und heimlich menschliche Blutlinien und die Angelegenheiten anderer führen und manipulieren, um ihren eigenen Zweck zu dienen. Außerdem gibt es noch weitere menschliche Evolutionen, die ihren Zweck und Macht in der Struktur von Dune haben. Da wären beispielsweise noch die Mentaten. Menschliche Computer, die entwickelt und perfektioniert wurden, um die Fähigkeit zur logischen Analyse zu ersetzen, die durch das Verbot von Computern verloren gegangen ist. Anfangs weniger bedeutend, aber für den Fortlauf des Dune-Zyklus ungemein wichtig, sind noch die Fremen zu nennen. Die Einheimischen des Wüstenplaneten Arrakis selber. Die Fremen werden von den anderen Mächten im Universum missverstanden und unterschätzt. Es gibt noch viele weitere Häuser, Fraktionen, einzelne Individuen und Geschichten zu erzählen. Wenn euch diese Einführung also neugierig gemacht hat, schreibt uns in die Kommentare und wir vertiefen diese Bibliothek des Grauens gerne mit mehr Videos zum Dune-Zyklus, zusätzlich zu den Lovecraft-Themen auf diesem Kanal. Bleibt bis dahin gespannt und vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Verfallt wie immer nicht dem Wahnsinn. Bis bald.